Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur nächsten Unterrichtsstunde. Nein, Quatsch. So streng wollen wir es dann natürlich nicht machen. Wir machen das alles ganz locker. Zunächst aber erstmal eine Frage. Wie kleinschrittig muss ich denn vorgehen? Ich hoffe, alle Menschen, die sich das Video angucken, haben zumindest so viel Grundverständnis, dass sie wissen, was Football ist. Falls nicht, ist es auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Dann lasst es mich nur unten in den Kommentaren wissen. Dann gucke ich mal, dass ich auch noch eine kleine Geschichtsstunde abhalte und vorbereite. Ja, aber zum heutigen Thema. Im Endeffekt ist es so, dass alles, was ihr im Fernsehen seht, hart trainiert werden muss tatsächlich. Und da fließt auch ganz, ganz, ganz viel Geld. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie die Liga tatsächlich aufgebaut ist. Ich werde euch das leider nicht groß aufzeichnen können, deswegen versuche ich es ganz kleinschrittig zu erklären. Also die Liga ist aufgeteilt in zwei Conferences. Das heißt, die 32 Teams, die existieren, sind Hälfte, Hälfte in die Conferences aufgeteilt. Das ist einmal die AFC und die NFC. Die American Football Conference und die National Football Conference. So. Und in diesen Conferences sind die 16 Teams nochmal aufgeschlüsselt, aufgeschlüsselt in vier Divisions. A vier Mannschaften. Das ist North, West, East and South. Und da sind halt, wie gesagt, immer vier Mannschaften drin. Die vier Mannschaften, aber dazu komme ich in einem anderen Video nochmal, spielen auf jeden Fall jedes Jahr gegeneinander. Wie der Spielplan aufgebaut ist, wie gesagt, mache ich dann nächste Woche nochmal im Einzelnen. So, das Ganze gibt es dann auf der AFC-Seite und auf der NFC-Seite tatsächlich. Und die Playoff-Plätze werden von der AFC und von der NFC jeweils ausgespielt. Dann geht es erst in der
in den Playoffs in der Conference weiter. Das heißt, im Prinzip bis zu den Championship Games der AFC und der NFC sind sie definitiv Playoff-technisch getrennt. Und dann aber im Super Bowl treffen dann die beiden Championships, Championships vor allen Dingen, aha, Champions von den Conferences aufeinander und das ist dann der Super Bowl. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video weiterhelfen und wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag und bis dann.